Audio-Feature der Bayerischen Staatsoper. Mit freundlicher Unterstützung vom Global-Partner BMW. Hören wir das noch? Den Schmerz, die Dissonanzen, mit denen Henry Purcell 1689 seine erste Oper anfängt? Eine Musik der Sehnsucht, auch des Mitleidens. Denn es geht um eine große Leidende, die vielleicht verlassenste unter allen Verlassenen der Weltliteratur, um Dido, die Königin von Karthago, die zögert, noch einmal einen Mann, eine Liebe zuzulassen und sich doch in den fremden Aeneas verliebt und verlassen wird und stirbt an gebrochenem Herzen. In nicht einmal einer Stunde rollt das Drama ab, das der englische Hofdichter Nahum Tate aus Vergils Vorlage für den gerade 30-jährigen Purcell destilliert hatte. Aus dem untergehenden Troja hatte sich Aeneas an die nordafrikanische Küste geflüchtet, wo Dido, die phönizische Prinzessin, auch sie eine Geflohene und Witwe, ein neues Reich gegründet hat. Belinda, wie sie bei Tate und Purcell heißt, redet der Schwester heiter zu, sich auf ein neues Glück einzulassen. Schüttle die Wolke ab von deinen Brauen. Fortuna lächelt. Lächeln sollst auch du. Doch Dido, die glücklich sein soll, ist es nicht. Peace and I are strangers grown. Fremd ist mir der Friede geworden, singt sie gleich in ihrer ersten Arie. Ah, Belinda, I am pressed with torment. Und Purcell legt ihre Worte auf ein 16-mal wiederkehrendes, düsteres Bassfundament, wie eine Mühle der Kümmernisse, einen Loop des Leidens. So erscheint Dido vom ersten Moment an als Unglückliche, gefangen in der Echokammer ihrer Depression. In der Neuproduktion von Dido and Aeneas an der Bayerischen Staatsoper wird Dido überblendet mit der namenlosen Frau in Arnold Schönbergs Monodram Erwartung. We started to rewrite the story. Der polnische Regisseur Krzysztof Walikowski. So three characters lost in the forest and they find maybe a house which is closed, summer house. And they enter there, and the whole thing starts. Ein Wald im Dunkel, es ist Winter. It's very much about, you know, landscape and winter landscape, the emptiness, the silence, loneliness. And this is something I try to build on stage. And all our ghosts are coming. It starts from loneliness, of course. I mean, why we are here, why are we alone? Einsamkeit, Verlassenheit, der Schmerz darüber, was die Frau, nennen wir sie Dido, als Liebesverrat erlebt, das ist die Brücke, die Purcells Kurzoper, komponiert Ende der 1680er Jahre, mit Schönbergs Erwartung, komponiert 1909, verbindet. In der Erwartung ist es die Absicht, das, was sich in einer Sekunde seelischer höchster Erregung abspielt, sozusagen mit der Zeitlupe, auf eine halbe Stunde ausgedehnt darzustellen. So Schönberg. Eine Frau, unterwegs im Mondlicht, in höchster Erregung, halluziniert ihren Geliebten, der sie für eine andere verlassen hat. Vielleicht, wir wissen es nicht, hat sie ihn getötet. Sie stößt ja in der Finsternis an einen leblosen Körper. Es ist ein Horror. Angst- und Eifersuchtsvisionen überlagern sich, Erinnerungen an ein Liebes, das war. Das sind die Geister. Ein Tanz der Vampire. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Wir hören Schönberg-Musik unter emotionalem Hochdruck. Eruptiv in nur 3 Wochen niedergeschrieben, noch Jahre vor der Erfindung der 12-Ton-Methode.
Das ist freie Atonalität, reiner Ausdruck. Für den Regisseur ist es vor allem Ausdruck persönlicher, rasender Verzweiflung. Schoenberg piece is interesting because of his private story. It comes as an accident. It comes from the story of an another trio. His younger friend and his wife. And in the case of Schoenberg was like madness. Because his wife left, he became mad. Ich leugne die Tatsache, dass meine Frau mich betrogen hat. Sie hat mich nicht betrogen, denn meine Fantasie hat alles, was sie getan hat, sich längst vorgestellt gehabt. Mein Ahnungsvermögen hat ihre Lügen stets durchblickt und ihr die Verbrechen längst zugemutet, ehe sie selbst daran gedacht hat, sie zu verüben. So der Komponist in einem erschütternden Testamentsentwurf aus dem Jahr 1908. Was war geschehen? Es war geschehen, dass er seine Frau Mathilde im Sommer 1907 in Flagranti mit dem 23-jährigen Maler Richard Gerstl überraschte. Der junge Gerstl war ein Freund und öffnete dem Komponisten Schoenberg die Welt der Malerei, vor allem Porträts, vor allem Selbstporträts. Der offenbarte Untreuefall eskaliert zur Katastrophe mit Flucht und Verschwinden und Selbstmordplänen aller Beteiligten. Umgebracht hat sich dann November 1908 nur Gerstl und das auf grausamste Weise. Die Schoenbergs fanden zurück in die bürgerliche Ehewelt. Für den Mann Schoenberg blieb der Betrug das Undenkbare. Sie hat mich nicht belogen, denn man belügt mich nicht. Ich höre nur, was in mir klingt, also nur Wahres. So schreibt er auf, was in ihm klingt. Erwartung entsteht rasend schnell auf einen Text der ihm bekannten Wiener Ärztin Marie Pappenheim und es ist seine Wahrheit. He focused on trying to get inside the head of a woman who's also going through great trauma. Andrew Mansi, der Dirigent der Münchner Produktion. Erwartung verdichtet den Moment vollkommener Verletzung inklusive Eifersuchtsfantasien, möglicherweise Mord. Die emotionale Katastrophe aber öffnet zugleich die Tür zu einer neuen Freiheit des Ausdrucks. Für Andrew Mansi bedeuten diese gerade einmal 25 Minuten nicht weniger als einen Wendepunkt der Musikgeschichte. For Schoenberg, it's maybe not the first, but a piece of music where he really followed his belief of where music was going. Let's say the line from Beethoven Fidelio to the Wagner operas. He's taken the line further. He's condensed it to one singer, a big orchestra with lots of colors and lots of, you could say, activity. But the idea is the activity is all inside the head. This is quite an amazing thing he's done. Der dunkle Wald, durch den Schoenbergs Frau irrt, das ist in München auch die Szene für den ersten Teil des Abends. Ein Dickicht, ein Ort der Fantasien und Ängste. Dido, die Frau, die Verlassene, Geflüchtete, allein mit ihren Geistern. Sie schreibt auf, was in ihrem Kopf passiert. Meine Person, Dido und die Frau, die sucht verzweifelt nach einem Halt. Und weil es gibt keinen Halt im Leben, in den Umständen, die sie gerade haben, dann hängt sie ganz verzweifelt an die Menschen und verlangt von denen eine Verbindung, die eigentlich niemand ihr geben kann. Oschrine Stundüte ist Dido und Schoenbergs Frau. Und die wird mehr und mehr anstrengend und unerträglich und natürlich
denn die Leute wenden sich mehr und mehr von ihr ab. Und als Ergebnis davon wird sie dann die Dinge tun, die sie selber nicht begreift, dass sie das macht, in Affektzustand. So sieht sie, und wir sehen es auch, Hexen, einen bösen Zauberer, der jede Möglichkeit von Glück verhindert, der Stürme schickt und vor allem den Geist, der dem Aeneas den angeblich göttlichen Auftrag eingibt, er müsse sofort abreisen, eine Mission erfüllen, die Liebe, die kaum angefangen hatte, verlassen. Und er tut es. Dido bleibt zurück, rettungslos, unerreichbar für das gute Zureden der Vertrauten, und Purcell komponiert ganz einfach und sehr wirkungsvoll ihr Sterben wollen auf offener Bühne. From one of the classic moments in early opera, which is the end, when Dido, she's so sad, she just dies on stage. This is an incredible moment. Andrew Menzie. Purcell creates an atmosphere where her death, you see it happening before it comes. And the atmosphere, I think actually in our production, is going to be rather beautiful, where the music comes to a stillness and the audience is still inside as they're watching this poor woman. Purcells Dido and Aeneas, geschrieben für einen kleinen instrumentalen Apparat, fast nur Streicher, mit Blick auf die begrenzten Möglichkeiten der School of Young Ladies in Chelsea, einem vornehmen und kunstaffinen Mädchenpensionat, geleitet von dem Tanzmeister Josias Priest, und Arnold Schönbergs orchestral maßloses Monodram, 220 Jahre Musikgeschichte später. Wie passt das zusammen und wie kann eine einzige Sängerin das schaffen? Oschrine Stundüte? Dadurch, dass es wirklich eine einheitliche Geschichte geworden ist, ich glaube, das wäre auch total verkehrt, jetzt plötzlich mit zwei Stilen und zwei unterschiedlichen Stimmpositionen zu singen. Und so wie es jetzt ist, ich glaube, es funktioniert. Keine Pause. Für den Übergang von Purcell zu Schönbergs so ganz anderer Musik und dem immens größeren Apparat, auch für den nötigen Umbau des Bayerischen Staatsorchesters, hat der polnische Komponist Paweł Mikietin ein minimalistisches Interlude komponiert. Eine der Frauen improvisiert dazu auf einer E-Gitarre. Vielleicht ist es eine Verkörperung der Venus, die Halluzination einer Liebesgöttin. Eine jener Erscheinungen, wie sie die von der Liebe, vom Verlustschmerz Verwundeten fantasieren, um das Unfassbare vorstellbar zu machen. So wie die lange Geschichte der Oper, noch vor Purcells 17. und noch später in Schönbergs 20. Jahrhundert, voll ist von liebeswahnsinnigen Frauen, wie Männer sie fantasiert und komponiert haben. You know, opera, basically, it's about madness of women, killing. It's not a good suggestion, you know. I mean, you can't out of that arrive to something like a life story. Really, because mostly composers were men and we put everything on women, but I'm not really sure if we should think this way. Krzysztof Walikowski, für den das Ehedrama der Schönbergs ein Schlüssel zum Verstehen ist, auch der so genial verdichteten, so kühnen, so hysterischen Musik. So
So, I mean, they are theater characters, not women in general. They, three of them, and their relationship was so poisoned.